Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Origins. Ja, weiter hier mit der mit dem Sonnenuhr-Rätsel. Ich weiß noch nicht, was es auf sich hat. Auf jeden Fall öffnet sich das Teil da drin irgendwie immer und die angegebene Zeit war 15 Uhr. Aber nicht 15 Uhr, sondern 15 war die angegebene Zeit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war so ein Ding schon mal auf. Ich warte jetzt nochmal, bis der Schatten vielleicht da ist. Vielleicht öffnet sich dann nochmal was. Oder ob ich da wieder draufklettern muss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da so blaue Dinger drin. Sah aus wie so ein paar Kristalle oder sowas. Guck, 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 guck. Das bewirkt etwas. Das war jetzt unnormal nur geraten. Ich habe einfach drauf geschossen, auch wenn das vielleicht unglaubwürdig klingt, aber ich gucke keine Rätsel oder sonstiges. Ich habe einfach drauf geballert. Wow. Oh fuck, da steht jemand. Oder etwas. Die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen frisst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir? Was habe ich? Wer bist du denn? Was denn? Ach du Scheiße. Okay. Okay, natürlich behalten wir das. Wow. Wir haben ein Reittier gekriegt. Quee. Wegen ihrer enormen Geschwindigkeit wurde diese mysteriöse Kreatur einst im Rennen eingesetzt. Gut, nehmen wir den. Haupttierbogen, Victoria.
nicht. Aber Jagdbogen, ne? So. Nur eine Klinge, die in Insomnia geschmiedet wurde, kann unermüdlich die Lebensenergie gefallener Feinde absorbieren. Gesundheit für kritische Trefferchance. Okay. Tagelang hämmerte ein legendärer Schmied mehrere Schichten Metall auf dieses Schild. Er wird dich zu einer Legende machen. Bin ja mal gespannt. Na, guck mal, hier ist so ein Turm. Irgendwo. Sah auf jeden Fall mega aus, wie die da so abgehauen sind und sowas. Ein bisschen abgespaced. Erstes Blut. Hier gibt es auch wieder eine. Der reitet immer noch durchs Leben. Drei Stück sind hier. Oh, 24. 23. Okay, wir haben ja noch drei Stück und hier unten noch einen auf Stufe 30, den wir aktuell noch nicht machen können. Was ist das denn hier? Halb Pferd und halb Kamel oder was? Schiefe Grabmal Snofrus. Wow. Ha! Muss ich da rein oder hoch? Jemand war kürzlich hier. Irgendetwas muss dahinter sein.
Oh, ich dachte, das fliegt in der Luft. Okay, und wo muss ich lang? Okay, von hier geht's nicht weiter, also muss es vermutlich noch einen Eingang geben. Schauen wir mal. Oder nicht? Gibt's doch keinen Eingang mehr? Sag ich doch, hier muss es noch einen Eingang geben. Oh, Entschuldigung. Ach so, scheiße, jetzt habe ich diese Kübel da bestimmt nicht kaputt gemacht. Versperrt. Es muss einen Weg geben. Fuck. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Jetzt habe ich es auch kapiert.
Achso, aber wie soll ich denn das kaputt schießen? Der Weg sollte frei sein. Ah ja. Konnte ja keiner ahnen. Blub. Dieser Raum. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein. Ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rudjek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? Untersuchung. Rudjeks Pfeil. Da geht auf jeden Damit Fall die Wand kaputt. Ich seinen Namen von meiner Liste. Jetzt liegt er hier am Boden. Vergessen. Dieser Raum wurde versiegelt. Ich rieche noch das Blut, das ich vergoss. Rudjek verdient kein Grabmal. Das ist eine Beleidigung. Dieses Grab ist für einen Pharao. Wer das getan hat, hat diesen Ort entweiht. Ein mumifizierter Reiher. Zur Wiederbelebung? Nein. Wer auch immer das getan hat, muss von Rudjeks Stellung im Orden gewusst haben. Rudjeks Maske. Ich weiß kaum, was passiert ist, nachdem ich ihn erstochen habe. Dieser Raum hat mir alles verraten, was ich wissen muss. Dieser Ort war mir ein Anfang und Rudjek ein Ende. Der Pfeil kennzeichnet diese beiden Dinge. Nachdem ich diesen Bastard erstochen hatte, wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, war Rudjek tot. Rudjeks Leiche hätte hier verrotten sollen. Er wurde ehrenvoll zur Ruhe gebettet, um ihn auf die Duat vorzubereiten. Wer auch immer ihn begraben hat, ließ diese Reiher-Mumie zurück, um Rudjeks gottverdammten Namen im Jenseits zu ehren. Dann kehrte er zurück, um ihm Respekt zu zollen, wenn ich diese Kerzen richtig deute. Wie auch immer, ich weiß, dass Rudjeks Herz fehlte. Also leidet der Bastard im Nachleben, was auch immer hier getan wurde. Eines Tages werde ich gerichtet. Doch ich bereue nichts. Die Feder wird immer leichter sein als mein Herz. Gut, gut. Da bist du ja.
Wow. Hey, geh doch die Treppe hoch. Neuer Ort entdeckt. Oh. Erzähl mir, was du brauchst, Freund. Pelz. Gut. In Ordnung. Leb wohl. Ausrüsten war das, ne? Ah, hallo mein Freund. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Auf bald. Du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht. Hierher zurückzukehren. Nefertari, habe ich recht. Ein tausendfacher Segen ist lange überfällig. Bastard! Neckenziadet! Das war Rutjeks Frau. Hast du mit etwas anderem gerechnet? Folge mir, Bajek. Und behalte deinen tausendfachen Segen. Du wirst ihn brauchen. Warum? Was machen wir? Ich fühle mit ihr. Es musste getan werden. Du siehst gut aus. Besser als beim letzten Mal. Bist du nun erfahrener, was das Töten angeht? Rudjek war nur der Anfang. Ja, deine Jagd. Der Reiher. Wohin führst du mich? Du leistest Abbitte bei Anubis. Abbitte? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich. Wie solltest du? Du warst ja auch sofort weg. Wie du weißt, sammeln wir hier das Natron für ganz Ägypten. Das meiste schicken wir nach Memphis, um die Toten damit zu bedecken. Sieh mich an. Nein, du bist kränklich. Ich fühle mich gut. Du hast dich gerade erbrochen. Krieg ich auch noch weiße Natron Füße. Hat vielerlei Verwendung. Ich könnte damit eine Wunde reinigen. Oder zum Beispiel das Blut von meinen Händen waschen. Es wird besser, Neb. Ich lasse dir gleich etwas gegen die Schmerzen bringen. Und mein Bruder? Er holt sich. Er braucht Ruhe. Du musst mich nicht daran erinnern. Gute Frau. Warum müssen so viele aus deinem Volk leiden? Weil Anubis erzürnt ist. Seit du uns verlassen hast, sind die ganzen Fackeln an seinen Schreinen erloschen. Wir werden nicht länger beschützt. Vor was? Dem Zorn des Anubis? Was immer es ist, viele wurden verletzt, als sie wieder entzünden wollten. Andere sind ganz verschwunden. Es ist klar, dass Anubis eine Wiedergutmachung erwartet, und zwar von dir allein. Okay. Ich entzünde die Fackeln und wende den Fluch ab. Oder Omen. Oder was immer es ist. Das solltest du auch. Wenn du darauf hoffst, dass Anubis und ich dir jemals verzeihen. Sophia, bring bitte etwas Weihrauch zu den Männern am Becken.
Ich muss dich nicht zur Vorsicht mahnen. Das ist wahrscheinlich die Tochter oder so. Es sind insgesamt 3 Schreine. Einer im Süden, einer über einer natürlichen Quelle und ein weiterer in der Knickpyramide. Den Weg dorthin kennst du ja schon. Drei Stück. Ich sehe aber nur 2. Wie das hier aussieht, ne? Wie Asche sieht das aus? Irgendwie. Aber immerhin hätten die Leute den ganzen Tag was zu tun. Eine der Fackeln von Anubis müsste hier sein. Die Fackel ist umgestürzt. Wo ist die Schale? Der Zaun ist beschädigt. Gab es hier einen Kampf? Nefertari hat nicht übertrieben. Der hier starb beim Entzünden der Fackel. Da ist die Schale ja. Sie ist ins Becken gefallen, als die Fackel umgestoßen wurde. Steht da ein Schuh? Hier ist noch einer. Amulette? Das sollte reichen. Jetzt muss ich sie nur noch entzünden. Torwächter der Duat, ich ehre deinen Namen. Okay. Ja, schon mal eine. Sieht ein bisschen aus wie dieses Vieh von Final Fantasy. Aber ich glaube, der hatte nur 2 Beine. Wo ist denn hier der Ausgang? Oh. Da hier.
Oh, Hyäne. Hyäne. Ha! Wow. Ein Schrein. Eine der Fackeln muss hier sein. Da ist Blut auf dem Stoff. Wer hat ihn aufgehängt? Was haben die denn hier gefressen, Alter? Oh. Dieses verrottende Fleisch stinkt ja zum Himmel. Oh ja. Will jemand Raubtiere anlocken? Nee, ist ihm wohl gelungen, ne? Anubis-Amulette. Jemand hat sie hier hingelegt, aber wieso? Amulette. Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Kein einfacher Auftrag. Ob hier noch andere Kräfte am Werk sind? Okay. Gut, alles geplündert. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum nächsten gehen, wenn wir die Folge noch einmal beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Schaltet morgen wieder ein, 15 Uhr. Und bis dahin, ciao, ciao.